Liebe Weltwunder, einen wunderschönen guten Tag hier bei Weltwunder TV. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Und für alle diejenigen, die hier zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen hier. Ich bin heute bei der wunderschönen Anna. Sie strahlt hier so wunderbar neben mir. Sie ist Yoga-Expertin für Hormone. Und ich freue mich, dass du die Zeit hast, dass du mit mir ins Gespräch, dass du den Frauen und den Männern auch wahrscheinlich, ne? Haben wir ganz schön gesprochen. Nicht stimmt, haben wir ganz schön gesprochen. Also, ihr lieben Männer, ihr kommt ja auch irgendwann in die Wechseljahre und habt natürlich auch einen Monatszyklus. Aber tatsächlich sprechen wir hier heute jetzt erstmal die Frauen vordergründig an. Wenn es einen Mann da draußen gibt, der auch ein bisschen über seine Hormone und Möglichkeiten eventuell lernen möchte, auch sein hormonelles Gleichgewicht wiederzufinden, gerne per persönlicher Zuschrift. Aber heute richten wir uns mit dieser Praxis und in diesem Rahmen erstmal hormonisch genau an die Frauen. Also an dieser Stelle auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, hier zu sein, weil es wirklich mein besonderes Herzensthema ist, um das es sich hier handelt. Ach, guck mal, wie sie strahlt. Ich finde das so schön. Und dann legen wir einfach mal direkt los, liebe gerne Anna. Du bist Yoga-Lehrerin mit Leidenschaft. Kann man so sagen. Wie bist denn du dazu eigentlich gekommen? Also zum Hormon-Yoga speziell bin ich tatsächlich aus meiner persönlichen Geschichte herausgekommen. Ich habe schon als junges Mädchen, also theoretisch eigentlich von dem Beginn, dass ich, als ich das erste Mal meine Menstruation bekommen habe, war sie unregelmäßig. Und das begleitete mich von da an, dass ich immer diesen unregelmäßigen Zyklus hatte, sie auch mal für ein paar Monate ausgeblieben sind. Ich mich schon sehr schwankend mit mir in meiner Weiblichkeit, die ja eigentlich in der Zeit sich rauskristallisieren sollte, gefühlt habe. Dazu kamen dann eben auch starke Beschwerden, also prämenstruelle Beschwerden wie Unterleibsschmerzen oder starke Rückenschmerzen. Traurige Zustände, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die sich ein paar Tage vor der Menstruation breit gemacht haben. Oder eben dieses unruhige Hautbild, was ja auch immer ein Zeichen dafür ist, dass es innerlich nicht ganz so ausgeglichen ist. Das alles waren so Themen, die mich wirklich begleitet haben und ich immer ein Stück weit drunter litt, aber auch keine Abhilfe schaffen konnte. Ich habe dann natürlich wie viele andere junge Mädchen und Frauen auch vom Arzt die Pille verschrieben bekommen, um da eine Regulierung und eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, die ich als schon immer auch sehr feiner Mensch gar nicht gut vertragen habe. Also ich habe mehrere ausprobiert und der Schuss ging richtig nach hinten los, weil es mehr Unruhe als alles andere gestiftet hat, wie das ganz oft so mit künstlichen Hormonen ist, wenn wir von innen nicht auch mit anfangen auszugleichen oder mitzumachen im inneren Körper. Daraufhin musste ich das dann ja alles sein lassen und habe mich so durch meine Jugend und anfangende Fraulichkeit bewegt, bis ich irgendwann entschieden habe, weil die Problematik größer wurde, gerade mit den Traurigkeitszuständen auch, bin ich zu einem Endokrinologen, einem Hormonexperten gegangen und habe dann wirklich mal meinen Hormonspiegel messen lassen und was zu erwarten war, dass er ganz massiv unausgeglichen ist, denn ich hatte einen totalen Überschuss an männlichen Hormonen, Progesteron. Testosteron auch, ja, wirklich. Also ein Männchenüberschuss, was eben auch dafür spricht, dass meine Tage ab und an mal ausgeblieben sind. Und er empfahl mir dann eben künstlich Östrogene zu mir zu nehmen, die das regulieren sollten, die diese Missstände in meinem Gemüt ein wenig ausgleichen sollten. Und das tat ich. Das war keine gute Idee. Also es fing wirklich mit der ersten Tablette, die ich einnahm, an und es wurde dunkler, dunkler und noch dunkler. Also wenn man denkt, schwarz kann nicht dunkler werden, oh doch, es kann sehr viel düsterer werden. Denn nämlich, wenn man gar kein Licht mehr am Tunnel sieht. Und so war das mit der ersten Einnahme der Tablette. Nun bin ich auch sehr sensibel mit allem, was ich so zu mir nehme. Aber ich glaube, da können einige ein Lied von singen, die auch mal versucht haben, da mit Medikamenten einzugreifen. Also es hat sich dann wirklich zugespitzt, dass ich dann in den nächsten Tagen gar nicht mehr vor die Tür gehen wollte. Ich habe dauerhaft eigentlich geweint, also sinnflutartig. Also es ging mir wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Und ich habe dann entschieden, nach ein paar Tagen, das muss ich definitiv absetzen, das kann nicht der richtige Weg sein.
und habe parallel versucht, über Google eben einiges über natürliche Wege noch rauszufinden. Und es ist mir vorher noch nie über den Weg gelaufen und plötzlich stand da in der Google-Expertise Hormon-Yoga. Und ich dachte, oh, was? Hormon-Yoga? Das gibt es. Ich wusste es wirklich vorher nicht, obwohl ich schon seit einigen Jahren Yoga unterrichtet habe. Und es war wie ein Lichtblick. Plötzlich war da wieder Licht am Ende des Tunnels, als ich das gesehen habe. Und habe mich dann sofort angemeldet, nicht nur für den Workshop, sondern auch für die Lehrerausbildung, weil ich natürlich nicht nur aus meinen eigenen Erfahrungen heraus spreche, sondern ich auch schon vorher immer viel um mich herum eben mitbekommen habe, wie einschränkend das eben sein kann. Und mit dem Beginn eben dieser Ausbildung dann zur Lehrerin und auch den darauffolgenden Workshop für die eigene Praxis hat sich Hormon-Yoga einen Weg in mein Leben gebahnt und vor allen Dingen ist auch so ein Stück weit Hoffnung wieder dazu gekommen und eine Aussicht darauf, dass ich sehr wohl die Dinge selber in die Hand nehmen kann. Das ist es ja, wenn man sich so unwohl fühlt, dann ist man im ersten Moment fühlt man sich so angewiesen darauf, von außen Hilfe zu holen. Und das Schöne an Hormon-Yoga ist, es ist wirklich Hilfe, also eine Anleitung von Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist es wirklich. Und es ist sehr, sehr wirkungsvoll. Man merkt von der ersten Übung an, es passiert was. Es passiert wirklich sofort was. Und das ist, was man so in erster Linie wahrnimmt, dass es erstmal belebt, die Lebensgeister zurückholt. Weil die größte Problematik ist ja, wenn wir über hormonelle Disbalancen sprechen, ob es jetzt PMS ist, ob es Kinderwunsch ist, auch, ob es die Wechseljahre sind. Wir alle fangen irgendwann an, mit Symptomen, die uns so sehr belasten, uns mit diesen Symptomen zu identifizieren. Dann würdest du plötzlich zu mir sagen, wenn ich sage, hey, hi, ich bin Anna, und du sagst, oh, hallo, ich bin Schlaflosigkeit oder ich bin Traurigkeit. Und bist gar nicht mehr in deinem Ich-Gefühl eigentlich drinne. Und das ist ganz, ganz schade, weil wir alle sind ganz wundervolle Menschen, die das Recht haben, sich natürlich sich selbst verbunden zu fühlen. Und das ist eben meine Leidenschaft am Hormon-Yoga und das sehe ich auch eben als Aufgabe. Und das ist mein Wunsch, euch da draußen als Frauen eben ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem ihr wieder diese Selbstliebe kreiert, mit dem ihr wieder in dieses Ich-Gefühl kommt, mit dem ihr auf natürliche Art und Weise euren Hormonhaushalt wieder regulieren könnt und strahlt. Ja, so wie Anna, nichts hier von Dunkelheit und so. Nee. Super, wie lange praktizierst du jetzt dieses Hormon-Yoga? Seit mehreren Jahren und bei mir ist es so, und das kann man eben auch übergreifend sagen, dass es ist eine feste Serie Hormon-Yoga und es ist ganz, ganz wichtig, am Anfang diese komplette Serie zu lernen, wirklich zu lernen, weil es ist eine, wer schon mal Yoga gemacht hat, der hat vielleicht eine Vorstellung davon, aber Hormon-Yoga ist eine andere Art und Weise zu praktizieren. Es hat nichts mit einer normalen Yoga-Klasse, die der ein oder andere vielleicht kennt, zu tun. Wir haben die Werkzeuge aus Atmung, Asana und Energielenkung und unterschiedliche beruhigende meditative Übungen. Darf ich das ganz kurz unterbrechen? Asana. Einige haben vielleicht auch noch gar nicht von Asana gehört. Also Atmung ist klar. Mhm. Also wir haben Elemente aus Atmung, aus Asana. Was ist Asana? Körperhaltung. Körperhaltung. Das ist das, wo man manchmal im Yoga sieht, wie die Menschen sich verbiegen und verrenken. Und man denkt irgendwie, das muss es sein. Muss es nämlich auch überhaupt gar nicht. Weil das Tolle an Hormon-Yoga ist, und das war nämlich auch meine Erfahrung, dass die Hormon-Yoga-Praxis so unglaublich fein macht. So ganz, ganz, ganz fein. Was meine normale Asana-Praxis mir so in der Form wirklich nicht geschenkt hat. Das kam durchs Hormon-Yoga und plötzlich wurde auch die andere Praxis von Körperhaltung und natürlich auch den inneren Körper viel, 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 viel feiner. Das war wahnsinnig schön zu erleben. Mhm. Und, also drittes Element, ist dann die Energielenkung. Das zeigen wir dann auch nochmal. Genau, das erkläre ich nachher nochmal ein paar. Du hast jetzt schon so ein paar Zielgruppen angesprochen, für die Hormon-Yoga auf jeden Fall in Frage kommt. Mhm. Können wir das nochmal zusammenfassen? Also einmal Menschen, die Kinderwunsch haben. Genau, ja. Kinderwunsch, dann natürlich Frauen, die im Wechsel sind, da auf jeden Fall.
Dann Frauen, die unter PMS, also prämenstruellem Syndrom, leiden, was ja beinhaltet sämtliche Symptomatiken um den Zyklus herum, also Beschwerden, die man vor seinen Tagen hat, was da an Kopfschmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen, bringen die wenigsten Menschen in Verbindung überhaupt mit Hormonen. Es ist aber so, dass vor der Menstruation der Östrogenspiegel abfällt, was Kopfschmerzen verursachen kann. Und mit Hormon-Yoga kann man das so positiv beeinflussen, dass der Kopf auch frei sein darf vor der Menstruation. Okay, das ist so der Ausnahmezustand, liebe Männer, ja. PMS ist so, wenn die Frau so gar nicht mehr klarkommt, weiß gar nicht, was sie anziehen soll. Ne? Das sind die hysterischen Heulkrämpfe. Ja, oder hysterische Heulkrämpfe, ja. Oder Bauchschmerzen, Unterleibsbeschwerden. Ja, Schlaflosigkeit. Unregelmäßiger Zyklus. Das, da kann die Hormon-Yoga-Praxis relativ schnell unterstützen in der Regulation. Das war auch bei mir das, was als allererstes und am schnellsten aufgetreten ist, ist, dass sich alles beruhigt und reguliert hat. Also es hat bei mir jetzt, in meinem speziellen Fall, hat es, ich glaube, 2 Monate gedauert, bis ich einen komplett regelmäßigen Zyklus hatte, der jetzt seit geraumer Zeit wirklich anhält. Und dass ich lange nicht mehr so viele Beschwerden habe. Es ist manchmal kommt so ein kleines bisschen so ein Rückenschmerz durch, aber wenn ich regelmäßig praktiziere, und da sage ich auch ich, wenn ich regelmäßig praktiziere, ich habe natürlich auch mein Leben, meinen Alltag und manchmal kommt es nicht dazu, dass ich so regelmäßig praktiziere, dass ich auch ein bisschen hinten runterfallen lasse, aber ich merke es dann eben sofort. Und wenn ich wieder anfange, dann reguliert sich auch wieder schnell. Super. Niedriger Blutdruck? Oh. Ja, für also Hormon-Yoga ist generell eine gute Idee für alle Frauen und vor allen Dingen für Frauen ab 35, weil der Hormonspiegel ab 35 anfängt sich ein bisschen zu senken. Trotz alledem, weil Hormon-Yoga wirklich wirkt, müssen wir hier ein bisschen Vorsicht walten lassen, denn weil es so sehr belebt, dürfen Frauen, die zum Beispiel jegliche Art von Krebs haben oder hatten, wenn hatten, mindestens 3 Jahre wirklich krebsfrei sein, Hormon-Yoga praktizieren und eben Frauen zum Beispiel mit Endometriose, Frauen mit zu hohem Bluthochdruck oder Frauen mit einer Schilddrüsenüberfunktion dürfen auf gar keinen Fall Hormon-Yoga betreiben. Wenn jedoch hier Bedarf besteht, gibt es auf jeden Fall eine Alternative, wie wir Ruhe einkehren lassen können, dann bitte direkt eine Nachricht an mich. Ich kann auf jeden Fall auch gut begleiten bei anderen Problematiken dann. Aber eben Vorsicht geboten, auch bei Hormon-Yoga, weil es eben wirklich wirkt. Also wir wollen vor allen Dingen einen verantwortungsvollen Selbstumgang auch mit dem Hormon-Yoga integrieren, einen liebevollen. Und da gehört eben auch dazu, das abzuklären, vernünftig zu sein. Ja, unbedingt. Jetzt haben ja schon Frauen Organe verloren, leider. Also immer mehr werden an Gebärmutter operiert oder die wird rausgenommen, Eierstöcke, ja. Brust leider abgenommen. Wie ist Hormon-Yoga da für die Frauen? Bei solcher Art von Lebensgeschichten, sage ich jetzt mal, ist Hormon-Yoga insofern eine wahnsinnig große Unterstützung, weil wir durch die große Kraft der Visualisierung, der Energielenkung, eben auch das, was nicht mehr da ist, aber der innere Körper ist sehr wohl noch als da betrachtet oder die Seele betrachtet ist als da, können wir das mit Energielenkung wieder ansteuern. Das heißt, dieses Gefühl von Vollständigkeit, das kriegen wir zurück, das können wir uns zurückholen mit Hormon-Yoga. Indem wir wieder Licht an die Stellen, das leuchtet da, wo der Eierstock war, Licht reinschicken und dann hat der andere Eierstock wieder sein Gegenüber und geht wieder in Resonanz. Prima. Ja. Wie sieht denn jetzt sowas aus überhaupt? Wie fangen wir denn jetzt so eine Praxis an? Oder wie du hast gesagt, es ist ein Zyklus, das sollte man dauerhaft machen auf jeden Fall. Also Hormon-Yoga ist jetzt nicht, wir gehen mal eine Stunde Hormon-Yoga machen, wie wir es gewohnt sind. Nur vom Yoga, auch ja, ich mache mal Yoga. Ne? Ist nichts für zwischendurch. Sondern wirklich kontinuierlich etwas zu tun. Ne? Selbstverantwortung zu übernehmen für die Hormondrüsen, für den Körper, für den Stressabbau regelmäßig zu praktizieren. Und dann hast du ein Programm dafür. Ne? Genau.
Also dazu muss man sagen, wir alle kommen von unterschiedlichen Beschwerdegraden, eben auch, wenn wir uns anfangen für Hormon-Yoga zu interessieren. Und Hormon-Yoga ist definitiv eine Praxis, die muss man machen. Wie wir letztendlich auch Zähne putzen müssen als Selbstpflege, gehört genauso Hormon-Yoga, wenn wir uns dafür entscheiden, zur täglichen oder zur regelmäßigen Hygiene dazu. Auch natürlich ein bisschen individuell zu betrachten, aber es gehört zur es muss gemacht werden. So, also wir müssen das tun, tatsächlich. Es ist eine feste Serie, die man im Ganzen erlernt. Diese komplette Serie dauert 28 Minuten lang. Und je feiner wir aber auch werden, je deutlicher wird uns auch klar, was uns wirklich gut tut und was dann eben zu unserer täglichen oder mehrmals die Woche Praxis eben dazugehört. Das ist etwas, da schärfen wir unsere Intuition und das entwickelt sich von ganz alleine aus uns selbst dann heraus. Ja. Okay. Wollen wir mal was zeigen? Wie wir anfangen? Genau, wir können mal was zeigen. Ich würde noch einmal ganz kurz eben sagen, wir haben im Hormon-Yoga eben unterschiedliche Werkzeuge und drei Werkzeuge möchte ich hier kurz erwähnen. Das kennt vielleicht der ein oder andere auch aus der normalen Yoga-Praxis. Das ist zum einen Ujjayi-Atmung, der Meeresrauschen-Atmung. Das ist, wenn die Yogis so sehr geräuschvoll atmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass dieses genau. Manchmal atmet das in so einem Brummgeräusch aus. Es ist auch was ganz, ganz Feines. Es geht hier um die Feinheit. Und wer Lust hat, der kann das einfach mal mitmachen. Wir machen das jetzt mal. Wir essen jetzt alles dabei. Rebecca ist dabei, Petra ist dabei. Hallo, hallo Mama. Rebecca. Manfred ist dabei, Steffi ist dabei. Okay, Manfred, auch für dich. Also Ujjayi-Atmung hat auch einen ganz großen beruhigenden Faktor. Ich mache das zum Beispiel manchmal beim Autofahren, wenn ich an der roten Ampel stehe. Ein paar Atemzüge Ujjayi und dann Come down. Ujjayi, genau. Ujjayi. Ujjayi, also der Meeresrauschenatem, das ist das Ein- und Ausatmen mit leicht verengten Stimmritzen. Dadurch entsteht dieses feine Geräusch. Ich zeige euch gleich, wie wir das gut lernen können. Mhm. Im Hormon-Yoga dient Ujjayi-Atmung zur starken Kanalisierung von Energie nach oben und unten und hat eine Massagewirkung auf die Schilddrüsen links und rechts, auf die Schilddrüsenränder. Weil was wir im Hormon-Yoga machen, ist, wir reden die Hormondrüsen an, in unterschiedlich, also im Gang, also jede einzelne Hormondrüse wird angesprochen in der Praxis, um wieder miteinander in Einklang zu kommen. Und hier hat Ujjayi eben diese zusätzliche Massagewirkung auf die Schilddrüsenränder. Okay, ist auch für den Stoffwechsel gut, ne? Wenn wir die Schilddrüse anregen, ja, die ist ja für den Stoffwechsel maßgeblich. Mhm. Also alle die jetzt vielleicht auch abnehmen wollen. Atmen. Naja, aber auch dieses, die Abnahme ist ja ein Riesenthema, ja, auch irgendwie im Hormon. Also es kann einfach hormonell bedingt sein, dass man nicht abnimmt. Also natürlich, also all ihr Lieben da draußen, so oder so, gute Idee. Komm, wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt. Also, du bitte euch mal aufrecht zu sitzen. Aufrechtes Sitzen ist einfach, also die Aufrichtung ist bei der Atmung immer ganz, ganz wesentlich. Bauch einziehen. Nein, im Bauch mal freilassen jetzt. Gut. Also, wir sitzen und jetzt bitte ich euch mal die Augen für einen Moment zu schließen und dieses leichte Verengen der Stimmritze beim Ein- und Ausatmen mit einem feinen Geräusch, gerne nur für euch wahrnehmbar, erzeugen. Okay, das hört sich hier schon links neben mir wahnsinnig schön an und beruhigt im Übrigen auch euer Gegenüber oder nebenan, dem zu lauschen. Ich würde euch jetzt, um es zu verdeutlichen, noch einmal bitten, dass ihr euch eine Hand vor den Mund haltet. Manchmal fällt es am Anfang ein wenig schwer, die Stimmritzen so anzusteuern. Und das können wir hier verdeutlichen, indem wir einmal einatmen und mit offenem Mund so hauchend ausatmen, dass es die Handfläche berührt. Und dieses Hauchen, das verengt die Stimmritzen. Genau das ist die Bewegung, die wir haben wollen.
Und jetzt lassen wir die Hand einmal da, machen die Lippen aber wieder, also schließen den Mund, atmen ein und hauchen mit aufeinanderliegenden Lippen nochmal gegen die Hand. Genau das ist nämlich der Vorgang. Kann die Hand wieder sinken und das noch einmal jetzt auch bei der Einatmung integrieren und nochmal bei der Ausatmung. Sehr schön. Und was sagst du? Toll, das hat sich auch so das ganz beseelt aus gerade. Oh. Ja, wirklich, das tat mir richtig gut, ja. Also ich habe so an meinen Hund gedacht, dein Hund liegt ja so schön im Körbchen. Ja. Mein Hund atmet auch manchmal so, das berührt mich auch. Ja, so ist die Verkörperung von Ujjayi. Ujjayi, toll, habt ihr das mitgemacht? Ich bin ganz beseelt jetzt. Ja, sehr schön. Also es ist eine wunderschöne Übung, also ein Element. Es ist ein Element und diese Atmung wird dann eben auch noch mit Körperhaltung, wie vorhin erklärt, Asana, kombiniert. Die nächste Atemtechnik ist Bastrika. Bastrika ist die Blasebalgatmung und Bastrika hat eine hochgradig energieerzeugende Wirkung, weil es geht ja wirklich darum, anzuregen, lebendig zu machen. Und das kann man im Bastrika sofort nachvollziehen. Und dafür setzt euch mal so, dass der Bauch ein bisschen Platz hat zwischen den Beinen, dass es nicht so eng ist, hin. Du hast gar keinen Bauch. Doch, ja, klar. Also gut. Weißt du was, ich überlege gerade, wir machen es lieber im Stehen. Können wir im Stehen? Ja, ja, für die nächste Übung rücken wir das eh mal gerade zur Seite. So, genau, ich glaube, wenn wir hier so zurückgehen, dass man uns im aufrechten Stehen ganz sieht. Ganz. So. Ja, vielleicht kommst du noch ein Stück zurück. Ich komme noch ein Stück zurück. Ja. So. Genau. So. Und Bastrika ist, also wie gesagt, die Blasebalgatmung, erzeugt ganz, ganz viel Energie im Unterbauch und hat die zusätzliche Massagewirkung für die Eierstöcke. Mhm. Und vor allen Dingen ist Bastrika kräftige Bauchmuskelübung, muss man sagen. Also okay. Immer wenn wir Bastrika atmen, können wir uns vor Augen halten, wir haben wahnsinnig schöne Bäuche und wir werden immer schöner. Also dafür bitte ich euch mal, die Hände so auf den Unterbauch zu legen. Vielleicht lege ich dich mal nach vorne gerade. Du zeigst so und ich so zur Seite. Genau. So, dass wir es von beiden Richtungen haben. Ja. Und ich mache es euch einmal vor. Aufrecht stehen. Und wichtig ist, dass jetzt, ihr seht das jetzt bei Manu, das, was sie macht, ist ein Zwischending aus Kavalabhati, ja. Stoßatmung. Steffi, von und, dir. wahrscheinlich. Ja. Aber im Hormon-Yoga würde dieses Stoßen die Energie zu sehr verpuppen. Okay. Also, jetzt bitte ich dich mal, die Arme an den Seiten runterhängen zu lassen. Stell dich so seitlich. Mhm. Und ich lege dir mal meine Hand auf den Bauch. Und es ist wirklich, wie wir das kennen, wenn wir ein Schlauchboot mit dem Blasebalg auf pumpen. Es ist eine ganz regelmäßige Ein- und Ausatmung durch die Nase und die Bauchdecke wölbt sich einatmend vor und zieht sich ausatmend nach innen. Genau. Ein bisschen Bewegung reinbringen. Oh, ist ganz steif der Bauch. Ja, und das kommt daher, dass wir es als Frauen natürlich gewohnt sind, zieh mal den Bauch ein, lass den Bauch nicht so hängen. Ja, ich mach mal die enge Hose zu. Ja. Das alles engt natürlich den ganzen Unterleib ein. Och, warte. Und mit Bastrika bringen wir hier wieder Licht ins Dunkel und lassen es wieder leuchten. Und jetzt kannst du mir wahrscheinlich schon bestätigen, die Hormon-Yoga-Praxis braucht ein bisschen Übung, weil das sind Abläufe, die kennen wir so in der normalen Yoga-Stunde eben nicht. Nee. Und was du mir vielleicht auch bestätigen kannst, genau. Oh, ja, genau das. Sie wird schummerig. Genau, wenn ihr das jetzt macht und euch ein klein wenig schwindelig geworden ist, habt keine Angst, keine Sorge, das ist Energie, die ihr erzeugt habt. Energie, die vorher nicht da war, für die, die ihr die Kraft hattet, sie jetzt zu erzeugen. Es braucht Übung und es braucht Gewöhnung, definitiv, beim Bastrika. Aber, das ist das, was ich vorhin sagte, du merkst sofort, dass was passiert. Okay.
sieht, dass du jetzt ganz rosige Wangen bekommst. Guck mal, wie schön ich jetzt aussehe nach Bastrika. Okay, super. Gut. Also, was wir jetzt noch einmal machen, ist eine Übung, weil die dritte Technik, die ich euch jetzt noch kurz erklären möchte, ist, komm runter. Die dritte Komponente, die hier jetzt noch dazu kommt, ist eben die große Kraft der Visualisierung, also der Energielenkung. Das heißt, jetzt in Bastrika haben wir wahnsinnig viel Energie aufgebaut. Das ist übel. Wegen den Eierstöcken, ich massiere die dann. Ja. Damit, oder? Ja, ja, das ist Massage für die Eierstöcke. Kann ich nicht brauchen. Ja. Gut. Also, was wir nach der Erzeugung von viel Energie brauchen, ist, dass wir die Energie bündeln. Das machen wir, indem wir gezielte Muskelanspannungen setzen. Bandhas heißt das im Yoga. Und das machen wir, indem wir Bastrika atmen, viel Energie aufgebaut haben. Dann wäre die Ansage, die ich so im Unterricht habe, Zunge zum Gaumen. Das initiiert hier das Kehlkopfbandha. Das heißt, hier verengt es ein wenig und die Energie wird von hier an komprimiert gehalten. Zunge zum Gaumen, das ist eben auch so ein hochenergetischer Punkt, direkt oben am Gaumen. Das reicht, es muss gar nicht doll sein, sondern ganz leicht die Zungenspitze oben an den Gaumen setzen. Mhm. Auch hier weniger als mehr, die Kraft der Vorstellung bewegt schon ganz, ganz viel. Dann braucht es immer einen Fokus. Wenn wir Energie lenken, müssen wir wissen, was wir tun. Deshalb fokussieren wir die Nasenspitze und dann sage ich Mula Bandha. Das ist die Bewegung, zeige ich euch einmal im Stehen. Mach das mal. Wichtig hier ist, nicht so, sondern Steißbeinaktion. Ein sanftes, nach unten ziehendes Steißbein. Initiiert. Mach das mal auf der Seite, bitte. Seht ihr das? Genau. Kippen. Ne? Genau. Kippen, ohne die Pobacken zu kneifen. Okay. Ne? Das initiiert den Beckenboden, was das Mula Bandha ist. Also, wir haben nach Bastrika einatmend halten, Zunge zum Gaumen, Fokus auf die Nasenspitze, Mula Bandha. Jetzt bündelt und ihr die Energie, die zirkuliert und dann löst man die Zunge, löst Mula Bandha und sendet die Energie zu den entsprechenden Hormondrüsen in Form von Licht. Und das möchte ich jetzt einmal mit euch zusammen machen, als kleine Übung. Und dafür kommt ihr bitte in eine Hocke. Gehen wir ein Stück nach hinten auf. Ja, soll ich das mitmachen? Du siehst jetzt aus wie ein Frosch. Ja. Also wir machen jetzt, kann ich das von der Seite machen? Du kannst das von der Seite dann machen. Die Ellenbogen haken hier ein. Die Daumen suchen, finden das Herz. Geht das mit der künstlichen Hüfte? Meine Mutter hat eine künstliche Hüfte. Das geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall, Mama. Kannst du mitmachen? Ja. Und jetzt bitte ich euch einzuatmen. Und dann kommt Bastrika. Einatmen. Zunge zum Gaumen. Nasenspitze fokussieren. Steißbein. Also Mula Bandha, ihr haltet, bündelt die Energie, dann löst ihr bitte die Zunge, löst das Steißbein, lasst es nach unten gehen und atmet aus und sendet ganz viel lichthafte Energie in beide Eierstöcke. Wir machen das noch einmal, würde ich sagen. Einatmen, Bastrika, schön regelmäßig. Einatmen, Zunge zum Gaumen, Nasenspitze, Mula Bandha, ihr haltet und dann löst ihr bitte die Zunge, löst Mula Bandha und ausatmen, sendet ihr ganz viel Licht in beide Eierstöcke. Das war jetzt richtig gut, dann Bastrika eben. Oh. In der ersten Runde, also merkt dann bei der zweiten Runde, es ist, wenn man es nicht gewohnt ist, erstmal.
total anstrengend. Total, auch die Beine. Meine genau, Beine. Ja, Hilfe. Ja, aber das ist Energie, die sich aufbaut. Und wenn vorher nicht alles von Energie durchflossen ist, ja, dann ist das erstmal, was passiert da? Aber das, was passiert, ist was ganz Wundervolles. Denn das ist, das seid natürlich ihr. Definitiv. Komm, wie schön. Habt ihr das gemacht? Wer von euch hat es gemacht? Mitgemacht gerade? Oh, erstmal super toll, wenn oder dass einige das mitgemacht haben, weil immer erstmal so ein kleines oh, was ist denn das? Also umso schöner, dass ihr mitgemacht habt. Ganz klasse. Super. Ja. Oh, toll, haben wir jetzt noch was dazu? Na, wir wollten euch nämlich ganz gerne, also wer jetzt denkt, dass Hormon-Yoga gut was für ihn sein würde, für den haben wir jetzt eine Überraschung. Ja, stellt euch vor, die Anna gibt hier unglaublich tolle Workshops und Einzelcoachings, ne? Genau. Und Unterricht überhaupt. Und ja, sie hat tatsächlich überlegt, ein Ticket zu verlosen an euch. Ein Workshop-Ticket für 240 Euro. Genau, also die Hormon-Yoga-Praxis gibt es in den Formaten zu erlernen. Entweder in einem Workshop, da biete ich den nächsten Ende November an. Oder eben im 1:1-Coaching, nicht immer passen die Workshop-Termine für einen. Und dann ist auch so ein ganzes Wochenende auch zeitlich manchmal ein bisschen schwer zu organisieren. Und deshalb biete ich das auch ganz viel im 1:1-Training an. Im 1:1-Training sind das 3 persönliche Einheiten mit mir, circa 120 Minuten. Und die Hormon-Yoga-Serie zu erlernen, kostet immer 240 Euro. Und es gibt dann auch, das ist inklusive, das zeige ich euch mal hier. So, zeige ich euch mal hier. Es gibt hier ein Übungsbuch immer zum Hormon-Yoga dazu. Da wird nochmal erklärt um die Atemtechniken auch und da werden die ganzen Haltungen im Einzelnen und wofür sie sind auch eben erklärt. Und ganz, ganz toll, am Ende des Buches ist ein Zykluskalender, weil es braucht im Hormon-Yoga eben auch, um wirklich für uns selber zu reflektieren, dass sich was verändert, braucht es ein klein wenig, Überwachung ist ein doofes Wort, sagen wir mal Journal der eigenen Entwicklung. Und deshalb kann man da seinen Zyklus immer eintragen und kann dann auch kleine Notizen machen, irgendwie so die Gemütszustände sind und hat das dann so in der Jahresübersicht und kann dann sehen, oh Mensch, okay, mein Zyklus hat sich reguliert und oh, da steht jetzt gar nicht mehr schlecht gelaunt, sondern da steht überwiegend gut gelaunt. Gut, und du verlost hier genau ein Platz im Platz. Workshop, genau. Ende November, da würde ich mich ganz, ganz, ganz doll freuen. Wenn ihr Lust habt dazu, dann schreibt in die Kommentare euren Namen und ein, was hatten wir uns auch geschrieben? Wir hatten das so schön Versprechen, ein Versprechen. Natürlich sein, ja, das ist das Versprechen. Genau. Also ihr könnt natürlich kommentieren, Fragen stellen, aber wenn ihr Interesse habt, an der Verlosung teilzunehmen, dann macht bitte doch den Zusatz, mein Versprechen natürlich sein. Das schreibt ihr einfach in die Kommentare. Und aus diesen ganzen Kommentaren, also die ihr Versprechen hier sozusagen abgegeben haben, verlosen wir dann einen Platz. Ja, ne? Das machen wir. Super. Liebe Anna, willst du noch was auf den Weg geben, diesen wundervollen Frauen da draußen? Die gute Nachricht ist, wir sind Frauen. Ja, ja. Ich liebe es auch, Frau zu sein. Ja, ich auch, wirklich. In all unseren Qualitäten, ja. Also das ist wirklich, ich genieße es. Ich genieße es mittlerweile in dieser Weiblichkeit. Alles, was dazu gehört. Irgendwie diese Feinheit, diese Wärme und das eben auch ausleben zu können. Darum geht es ja auch. Irgendwie nicht zu denken, ich muss anders handeln und ich müsste mir... In dem Fall, und das sind auch tolle Attribute, teilweise männliche Attribute, natürlich, keine Frage, aber ich als Frau kann kein Mann sein. Und wenn ich versuche, ein Mann zu sein, dann geht der Schuss definitiv nach hinten los. Und das Schöne ist, finde ich, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, was anderes sein zu wollen, als wenn wir eine Frau sind, das auch aufzunehmen. Dankeschön. Danke schön. Auch.
Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du hier uns bereichert hast mit deinem Leuchten, mit deiner Leuchtkraft. Ach, ich freue mich riesig, im Rahmen dieses Themas dabei gewesen zu sein. Sehr schön. Und wir wünschen euch jetzt einen hormonellen Tag, ein hormonelles Leben, ein positiv hormonelles ein Leben. Ein ganz hormonisches. Ein hormonisches Leben. Hormonisches Leben, ein hormonisches Leben, das ist doch ein schönes, geflügeltes Wort. Genau, und ich finde es total toll, wenn wir das jetzt abschließen, im Sinne der Gemeinschaft mit einem Om. Oh ja, lasst uns ein Om machen. Seid ihr mit dabei, Rebecca, Manfred, Opa, Roman, Petra, gemeinsames Om, Steffi? Ja, okay, super. Na dann. Dafür bringen wir die Hände vor dem Herzen aufeinander, legen die Augenlider über die Augen, atmen ein und noch einmal vollständig aus. Super weiches Einatmen. Namaste. Oh, danke schön. Tschüss, ihr Lieben. Ach, toll. Tschüss.